Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther LP und das hier ist ein Let's Talk mit dem Thema Free-to-Play-Spiele. Und ich werde hier nur Download-Spiele abhandeln und keine Flash-Games oder Facebook-Spiele, damit das hier mal so grundlegend geklärt ist und ich deswegen keine Anfragen bekomme. Ach ja, und lasst euch von den Musik oder von den Bildern nicht stören. Die sollen einfach nur meine Inkompetenz vertuschen. Ich denke, das Konzept hinter Free-to-Play-Spielen kennt jeder von euch, weil ihr alle ungewaschene Gamer seid. RTL lässt übrigens grüßen. Naja, deswegen lasse ich das jetzt aus. Aber wieso sollten Publisher denn Spiele kostenlos machen, wenn sie durch den Verkauf des Spiels auch einfach Geld kriegen können? Das hat einen einfachen Grund. Des Geldes wegen. Das mag im ersten Moment recht konfus klingen, aber bei näherer Betrachtung fällt einem doch ein, dass durch das Free-to-Play-Konzept viel mehr Leute, vor allem die sogenannten Casual-Gamer, angezogen werden und die dann am Spielköder anbeißen und auch mal in dem See des Spiels angeln. Mit anderen Worten, werden viel mehr Leute das Spiel zocken. Aber das Spiel ist doch gratis, da bringt eine große Community doch nichts. Ja, das stimmt soweit, aber in dieser Community gibt es immer ein paar Gehirnakrobaten, die sich einen Bonus machen wollen, indem sie sich Dinge via PaySafeCard oder ähnlichem kaufen. Und das ist schon ein bisschen blöde. Das ist ungefähr so, als ob ein paar Lobbyisten den Politikern güldene Säckchen geben würden. Aber naja, Lobbyisten sind ja ehrliche Menschen und würden so etwas niemals tun. Also zurück zum Thema. Ich persönlich finde so dieses Konzept von Free-to-Play-Spielen eigentlich ganz interessant und auch ganz gut, weil es, ja, wie soll man sagen, es bestraft die schlichten Leute, die sich einfach Sachen kaufen, die sie auch gratis haben können. Und mit Sachen meine ich jetzt Spielspaß. Es betrügt bzw. hilft auch Opfern im Internet ein Fünkchen Selbstvertrauen zu haben. Und das ist doch mal gar nicht schlecht, oder? Also ich persönlich habe auch schon das ein oder andere Free-to-Play-Spiel gezockt, und zwar mit Freude. Darunter sind zum Beispiel Spiele wie Crossfire oder Spiral Knight oder Tag oder Sauerbraten. Ja, das Spiel heißt wirklich Sauerbraten. Und die fand ich alle recht interessant und recht gut. So. Also unterm Strich kann ich wirklich jedem empfehlen, selbst den Core-Gamern, also diesen, wie man es ja umgangssprachlich und ein wenig beleidigend sagt, auch den Suchtis, und einfach mal ausprobieren und toll finden. So, das war mein Let's Talk und, oh Moment, ich meine, halt, stopp, jetzt frage ich. Jetzt will ich eure Meinung zu diesem Thema wissen. Mögt bzw. spielt ihr solche Spiele? Und wenn nicht, warum nicht? Und wenn doch, warum? Penis!